TV1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Historischer Tag heute in Stuttgart. Nach 58 Jahren CDU-geführten Landesregierungen ist der Machtwechsel im Land vollzogen. Die bundesweit erste grün-rote Landesregierung ist im Amt und ebenso der erste grünen Ministerpräsident in der deutschen Geschichte. Punkt 11.47 Uhr. Im Landtag vollzieht sich ein historischer Moment. Deutschland hat seinen ersten grünen Ministerpräsidenten. Ich darf Sie bitten, die rechte Hand zu heben und die Worte zu sprechen. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe, oder eben nur, ich schwöre es. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Frenetischer Jubel kommt von SPD und Grünen, den neuen Regierungsparteien. Respektvoller Applaus aber auch bei CDU und FDP, den bisher führenden politischen Kräften im Land. Der Tag des grün-roten Triumphs beginnt aber weit früher. Punkt 10.05 Uhr startet die auch bundespolitisch mit Spannung erwartete erste Abstimmungsrunde. 138 Abgeordnete sind zur Wahl eines neuen Ministerpräsidenten aufgerufen. Über 71 Stimmen verfügt Grün-Rot, gerade mal eine Stimme mehr als erforderlich. Auch zahlreiche prominente Beobachter fragen sich, sind Grün und Rot solidarisch eingeschworen oder sind bei Abgeordneten durch Streitthemen wie Stuttgart 21 individuelle Befindlichkeiten verletzt worden? Um 11.38 Uhr steht dann aber fest, die knappe Mehrheit hat gehalten. An der Wahl haben sich 138 Abgeordnete beteiligt. Auf der Anton Kretschmann entfielen 73. Jubelszenen bei Grün-Rot im Gefühl, dass eine neue politische Epoche beginnt. 73 Stimmen für Kretschmann, das ist zudem eine kleine Sensation. Mindestens 2 Stimmen sind also von CDU oder FDP gekommen. Auch der jetzt zum ehemaligen Ministerpräsidenten gewordene Stefan Mappus reiht sich bei den Gratulanten ein. CDU und FDP gratulieren. Manchen Gesichtern sieht man an, dass so mancher politischer Karrieretraum an diesem Tag vorerst zu Ende geht. Seit dem frühen Nachmittag ist auch die neue grün-rote Landesregierung in Amt und Würden. Bilder von der Wahl der Minister im Landtag und vom ersten Auftritt des neuen grün-roten Kabinetts sehen Sie morgen bei uns. Indessen haben ein paar der neuen Minister bereits für Schlagzeilen gesorgt. Der neue baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller, Grüne, rät der NBW zur Finanzierung des schnellen Umstiegs auf regenerative Energien ihr Stromnetz zu verkaufen. Das, so Untersteller, werde zudem den Wettbewerb unter den Stromanbietern stärken. Diesen Vorschlag hat die NBW bereits zurückgewiesen. Ein Unternehmenssprecher sagte gestern, man wolle die gesamte Wertschöpfungskette von Stromtransport, Stromerzeugung und Vertrieb in der Hand behalten. Zudem stünden die NBW-Netze diskriminierungsfrei allen Anbietern offen. Seit die Regierung Mappus 2010 die NBW-Aktien zurückgekauft hatte, ist das Land wieder NBW-Miteigentümer. Winfried Herrmann, der neue grüne Verkehrs- und Infrastrukturminister aus Tübingen, will laut einem Interview mit der Berliner Taz im Fall, dass der umstrittene Bahnhof Stuttgart 21 kommt, die Zuständigkeit für dieses Projekt dann an ein SPD-geführtes Ministerium abgeben. Herrmann, der zuvor für die Grünen als verkehrspolitischer Sprecher im Bundestag saß, ist einer der schärfsten Kritiker des Projekts. Die designierte Kultusministerin Gabriele Warminski-Leithäuser prophezeit dem Land das baldige Ende der Hauptschule und ein zweigliedriges Schulsystem. Die Hauptschule, so Warminski gegenüber der Stuttgarter Zeitung, entspreche nicht mehr den Bildungsbedürfnissen der Zeit. Durch die freie Schulwahl für die Eltern würden Hauptschulen ausbluten, so Warminski. Das werde die jetzige Werkrealschule auffangen müssen durch einen vollwertigen mittleren Schulabschluss, der dort angeboten werde. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. BW1, das Ereignis- und Informationsprogramm für Baden-Württemberg. Mit BW1 sind Sie am Puls des Landes. Hier sehen Sie die Debatten des Landtages in voller Länge. Ereignisse aus Bundesland und Landeshauptstadt, historische Momente und aktuelle Diskussionen. Der Abend bei BW1. Erleben Sie die Argumente der Akteure.